Wie funktioniert räumliches Sehen? Es gibt verschiedene Kriterien, die das Gehirn nutzt, um den Raum zu erfassen, Abstand und Richtung einzuschätzen und um sich in Bezug zu anderen wahrzunehmen. Das ist wichtig, um Gefahren im Straßenverkehr abschätzen zu können, aber auch für den Umgang mit anderen Menschen. Das Gehirn verarbeitet bestimmte Phänomene mit Hilfe von beiden Augen oder mit einem Auge alleine, um einen räumlichen Seheindruck zu gewinnen. Diese nennt man binokulare und monokulare Tiefenkriterien. Dazu kommt noch die sogenannte Bewegungsparallaxe. Binokulare Tiefenkriterien sind die retinale Querdisperation und die Konvergenz. Durch die retinale Querdisperation wird ein Objekt gering unterschiedlich auf der Netzhaut des rechten und linken Auges abgebildet. Man kann diesen Versatz bemerken, wenn man einen Gegenstand einmal mit dem linken und mit dem rechten Auge betrachtet. Dann springt er hin und her. Diese Information nutzt das Gehirn, um Abstände einzuschätzen. Mit der Konvergenz nutzt das Gehirn die Informationen der Augenmuskeln. Sie müssen sich mehr anspannen, desto näher ein Objekt oder eine Person betrachtet wird. Durch die Bewegungsparallaxe haben wir den Eindruck, dass sich nahe Objekte schneller und ferne Objekte langsamer bewegen. Dadurch weiß das Gehirn, was weiter weg ist oder näher da ist. Es gibt auch monokulare Tiefenkriterien. Diese sind erstens Interposition, ferne Objekte werden von nahen Objekten verdeckt. Zweitens relative Größe, nahe Objekte werden groß, beide Objekte kleiner auf der Netzhaut abgebildet. Drittens Texturgradienten. Weiter weg liegende Texturen und Oberflächen werden wie auf dem Bild dichter und nicht so detailliert wie in der Nähe wahrgenommen. Unser Gehirn nutzt auch die Wahrnehmungskonstanz, um unsere Umwelt als konstant und stabil zu interpretieren. Objekte und Personen bleiben für uns gleich, auch wenn sich eigentlich bei Annäherung, Veränderung der Lichtverhältnisse oder Drehung das Netzhautbild komplett verändert. Diese nennt man Größenkonstanz, Helligkeitskonstanz und Formkonstanz. Durch diese unterschiedlichen Verarbeitungsprozesse können wir die Welt in allen Dimensionen wahrnehmen, unabhängig davon, ob wir mit einem oder mit zwei Augen die Welt erforschen. Manchmal kommt es aber zu Störungen in der Verarbeitung und Wahrnehmung der Seheindrücke. Dann spricht man von einer visuellen Verarbeitungs- und Wahrnehmungsschwäche. Hier kann die betroffene Person andere Strategien erlernen und Hilfsmittel nutzen, um die Umwelt besser ein- und abschätzen zu können.